die letzte Stadtratssitzung vor der Sommerpause, die erste nach der Wahl. Noch in alter Besetzung trafen sich die Räte. Wirklich viel entschieden wurde nicht. Oberbürgermeister Tim Lochner führte im Eiltempo durch die Sitzung. Erläuterungen zu einzelnen Tagesordnungspunkten oder auch Stellungnahmen der Verwaltung blieben aus. Das erhöht die Effektivität, erschwert jedoch die Verständlichkeit, speziell für die Besucher. So langsam in Fahrt kommen die Haushaltsdiskussionen. Den Stadträten wurde der Investitionsplan für die Jahre 2025 bis 2029 vorgelegt. Ich bin der Meinung, dass wir das auf den nächsten Stadtrat mit der neuen Besetzung verschieben sollten, weil hier irgendwas zu beschließen, was den neuen Stadtrat wirklich stark tangiert, finde ich jetzt ein bisschen nicht richtig. Wir haben den Investitionsplan uns angeschaut, nüchtern festgestellt, dass aufgeschrieben wurde, das, was machbar erscheint, was begonnen wurde, was zu Ende gebracht werden muss. Festgestellt, dass man zum bewährten Mittel greift, hier und da Maßnahmen zu verschieben, weil es finanziell nicht darstellbar ist. Wir haben hier und da ein Problem gehabt mit Zahlen, die wir in der Summe nicht zusammenbekamen, aber haben es dann alles sozusagen unter die Überschrift gestellt. Das ist ein Arbeitspapier, eine erste Information darüber, was die Stadt gedenkt, in den Haushaltsplan für 25, 26 und in die mittelfristige Finanzplanung aufzunehmen und mehr nicht. Und ich weiß nicht, was dagegen spricht, das heute hier so zur Kenntnis zu nehmen. Auf Antrag der CDU-Fraktion entschied sich die deutliche Mehrheit der Räte, dass der Investitionsplan im kommenden Stadtrat noch einmal auf die Tagesordnung kommt. Gleiche Gemengelage auch beim Haushaltsstrukturkonzept. Hier zeigte die Verwaltung auf, welche Sparpotenziale möglich sind. Ebenso ging es darum, wie die finanzielle Ausstattung der Kommune durch Mehreinnahmen verbessert werden kann. Unsere finanziellen Möglichkeiten reichen weder hinten noch vorn. Sie reichen noch nicht einmal, um die vorhandene Infrastruktur zu erhalten. Die verfällt trotz punktueller Erfolge, wie zum Beispiel auf der Kölzstraße, der Schule am Friedenspark, schneller, als wir uns deren Sanierung leisten können. Wenn man auf die nackten Zahlen schaut, ist keine Besserung in Sicht. Ganz im Gegenteil. Und die Verwaltung resümiert, somit ist der Anstieg der Verschuldung vorprogrammiert. Die Verwaltung verweist auf fehlende Schlüsselzuweisungen und bietet die Erhöhung aller denkbaren Steuern vom Hund bis zum Gast an. Die Finanzausstattung, ne, der Kommunen war ja noch nie in dem Sinne rosig. Und einige hier sitzen ja, halt wie ich, schon auch 25 Jahre in dem Gremium. Und wir haben schon ganz andere Zeiten hier erlebt, wo wir wirklich gerungen haben, ernsthaft gerungen, auch zu dem Thema halt Finanzen. Also wir bewegen uns zumindest zurzeit noch in relativ ruhigem Fahrwasser. Ich habe vorhin bewusst die Verschuldung oder die drohende Verschuldung angesprochen. Ich weiß nicht, bewegen wir uns im Moment bei 350 Euro. In 5 Jahren sind wir bei 850. Im Kopfrechnen macht sich besser. 400 Erhöhung auf 40.000 Einwohner sind 16 Millionen. Das sind 16 Millionen, mein lieber Frank. Das hat weder mit Populismus oder Wahlkampf oder sonstigen Gequakel nichts zu tun. Und wenn man investive Dinge halt tut, und wir haben als Kommune nun mal die Aufgaben im Sinne Daseinsvorsorge, und die allerwenigsten davon sind in der Frage rentierlich. Das heißt, das kann man auch nicht mit Investitionen in der privaten Wirtschaft sozusagen vergleichen. Das ist ein anderes Thema. Das Haushaltsstrukturkonzept wird den kommenden Stadtrat beschäftigen. Auch diese Beschlussfassung kam nicht zur Abstimmung. Eine Veränderung in der Zuständigkeit plante die Stadtverwaltung beim Thema Industriepark Oberelbe. Bürgermeister Markus Dressler wurde als städtischer Vertreter für die Versammlungen beim IPO-Zweckverband vorgeschlagen. Bisher nahm diese Aufgabe stets der Oberbürgermeister wahr. Zu dem Antrag selber werden wir als Fraktion nicht zustimmen. Wir gehen davon aus, dass für diesen wichtigen Teil
der ja schon viele Jahre von der Stadtbau vertreten wird und auch in der Zukunft sehr wichtig ist, der Oberbürgermeister hier gefordert ist und im Prinzip eine Vertretung durchgeführt wird, die durchaus sachlich korrekt wäre. Aber ich denke, hier muss die politische Bedeutung des Oberbürgermeisters, zumal er frisch gewählt ist, zumal er auch als Stadtrat mit Abstand die meisten Stimmen gekriegt hat, auch klar sagen, wo es in der Richtung aus Sicht der Stadt weitergehen soll. Und da sich zurückzuziehen, aus der Verantwortung zu nehmen und vom Rand, ich tue jetzt mal übertreiben, das zu moderieren, denke ich, ist in dem Fall nicht richtig. Und deswegen werden wir den Antrag ablehnen. Mit dieser Meinung stand der scheidende Stadtrat Thilo Kloss nicht allein da. Der Vorschlag der Verwaltung wurde deutlich abgewählt. Oberbürgermeister Tim Lochner wird künftig die städtischen Interessen im IPO-Zweckverband vertreten. Erstmalig bei der kommenden Verbandsversammlung im August. Dort wird er der Weisung nach den Tagesordnungspunkten zustimmen. So entschieden Espernas Stadträte. Kritik am Gesamtprojekt kam einmal mehr aus den Reihen der grünen Stadtratsvertreter. Es steht zur Debatte, dass die Eckdaten auf den Tisch kommen. Da muss ich mich schon wundern, dass die Befürworter des IBOS nicht interessiert, wenn eine Kostensteigerung um 50% im Raum steht, dass ein völlig offener Planungshorizont im Raum steht und dass die ersten Steuereinnahmen in 2032 im Raum stehen, ohne dass die wirklichen Bewirtschaftungskosten noch abgezogen wurden. Also da muss ich mich schon wundern, dass die Befürworter dies nicht wissen wollen. Meinen Unterlagen folgend geht es heute darum, Weisungsbeschluss für den Jahresabschluss 2020 und 2021 zu fassen. Da liegen Ihnen, denke ich, die Unterlagen vor. Der ist soweit auch bestätigt und in dem Sinne kann darüber diskutiert werden. Darüber hinaus ist es natürlich tatsächlich so, Herr Dr. Gilbert, dass wir bei dem Projekt nie in dem Tempo unterwegs sind, wie wir uns das alle gewünscht haben. Aber wenn man sich mal so eine Großprojekte anguckt, dann ist das die Regel. Wir sind aber auf Kurs, wir kämpfen gemeinsam für das Projekt, wir kämpfen Stück für Stück die Schritte jetzt zum B-Plan zu gehen. Und Sie haben es genannt, es gibt 1700 Einwendungen. Natürlich ist das auch erstmal ein Stück weit mehr Aufwand als beim anderen B-Plan. Wir wollen das ernsthaft prüfen, wir wollen das gewissenhaft prüfen, wir wollen das rechtssicher prüfen und genau deswegen dauert es halt jetzt ein Stück weit Zeit. Für die Hälfte aller Räte war dies die letzte Sitzung. Am 27. August konstituiert sich der neue Stadtrat. Dieser wird etwas jünger und ein bisschen weiblicher. Über die mögliche Zusammenarbeit einzelner Fraktionen ist bisher jedoch noch wenig bekannt.